Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mit der Schlacht von El Alamein. Die entscheidende Schlacht, die auch den Afrika-Feldzug für die Deutschen kippt. Wir spielen auf der deutschen Seite. Ich vermute mal, das wird jetzt nicht als überragender Erfolg inszeniert werden, mit dem wir dann nach Kairo kommen. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, wie da die Nordafrika-Kampagne in Company of Heroes 3 endet. Und wir schauen uns das Ganze auch jetzt an. Ja, was gibt's zu sagen? Hier gibt's die ganze Kampagne von Company of Heroes 1, 2 und 3 zu sehen. Among the equipment captured by the Australians was a novel the Germans had used to pass coded information from a spy in Cairo. The spy escaped, but with the keys to Rommel's intelligence in their hands, the British could at last see a way to defeat the Germans. But first, we had to face the desert fox at El Alamein. Tatsächlich ist die Bahnstation von El Alamein entscheidend für den Aufhalten der deutschen Streitkräfte vor Alexandria und Kairo. Hier hat man viele Gebiete vermint. Man konnte als deutsche Streitkraft nur über einen bestimmten Weg überhaupt in dieses Tal fahren. Und nach einem harten Abnutzungskampf war relativ klar zu sehen, dass El Alamein verloren geht und Rommel zieht sich zurück. Allerdings zögert er, weil natürlich der Führer wieder mal sagt, durchhalten, 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 durchbrechen. Aber er sieht schon früh, dass es nicht klappen wird und rettet dann, was zu retten ist und zieht sich innerhalb von ja, gut einem Jahr, dreiviertel Jahr nach Tunesien zurück und im Westen sind ja auch schon die Amis angelandet in Marokko. 1942 ist ja auch der Film Casablanca und daraufhin gibt es diese Zange in Nordafrika und Nordafrika geht dann auch Anfang 43 verloren. The British have retreated over 200 miles to El Alamein and are shielded by a vicious sandstorm that split us from our vanguard. We have received orders from Berlin to hold our position and wait for supplies. But Berlin is not here with their boots on the scalding sand. We are, and the mere sandstorm is not enough to slow us down. The Afrika Korps will strike now and fulfill its purpose to conquer Egypt. And end the war in North Africa. We will begin by capturing the Deir el-Shein Ridge to the north. It is of critical importance to our stand and heavily guarded by artillery guns. Destroy them! Ja, es wäre ganz gut, wenn die sich zurückziehen. Kommandant, Driver, Panzer Doppel, eh? Hier schießen wir mal rein. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die ganzen Leute aufpäppeln. Feuerunterstützungselemente. Ich habe jetzt wirklich auch länger nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Das ist immer schlecht. Starting requisition of light support elements. Denn ich bin dann immer raus ab einem bestimmten Fall muss dann mich immer erst einarbeiten und es ist natürlich immer schlecht in der letzten Mission sich einzuarbeiten. Das habe ich schon erlebt, als ich die Kampagne zu StarCraft aufgezeichnet habe. Da habe ich nämlich auch den Fehler gemacht, dass ich die letzte Mission nicht gespielt habe. Und das macht sich dann immer bemerkbar bei mir. Ja, da muss ich ein bisschen warten. Aber den kriegt er. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich möchte eigentlich ein Vierlingsgeschütz bauen. Flak-Vierling, Halbkettenfahrzeug. Das sieht doch gut aus. So eins will ich. Das sind aktuell nur Fahrzeuge. Da ist ein MG-Druck. Sturmgrenadiere. Ja, die machen das schon. Das sieht doch wie ein reparierbarer Panzer aus. Durch die Aufzeichnung habe ich auch immer das Problem, das habt ihr gerade eben gesehen, dass ich manchmal auf den zweiten Bildschirm komme, der bei mir angeschlossen ist. Has arrived. Panzer taking hits. The
So, die haben zu tun. Ja, El Alamein war eindeutig ein Wendepunkt für die Deutschen. Damit war auch Nordafrika dann auch irgendwann durch. Vorher waren sie immer die langen Versorgungslinien, die vor allem auch die die Kriegsführung in Afrika schwierig gemacht haben. Je näher man an seinen Versorgungssachen war, desto leichter war es. Und je weiter man weg war, desto schwieriger wurde auch die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und das ist in den Afrika-Kampagnen, zumindest wenn man jetzt irgendwas spielt, was rundenstrategisch ist oder einen gewissen Anspruch hat, die Realität von damals abzubilden, tatsächlich auch gegeben. Aber in Headquarters? Hier oder was? Incoming Artillery Strike? Ich sehe wieder mal gar nichts. Erstmal anhalten. Wo ist denn der Incoming Artillery Strike? Headquarters sind ja hier. Eieiei, man kann das Ding nicht richtig steuern, wie ich sowas hasse. So, hier rüberfahren. Auch hier rüberfahren. Ihr bleibt da. Euch schicke ich ein bisschen vor. Gut, schön gemacht. Und jetzt baut er noch so eine Kiste drauf. Ja, und das merkt man natürlich hier nicht, weil die Kampagne nicht so zusammenhängend ist, zum Beispiel wie es ist für die Norditalien-Kampagne, für die Italien-Kampagne angekündigt haben. Hier ist es tatsächlich so, dass ja, da sind auch noch andere Kerle. Wir fahren mal ein Stück zurück, lassen wir euch reparieren. Jo, einmal zurückrennen. Ja, der soll natürlich ausgerechnet nicht da kämpfen gegen den Panzer. Fahr weg. Ja, du darfst mal den da reparieren. Und ihr dürft mal den hier reparieren. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir bombardieren. Aha, da kommen dickere Panzer, das ist natürlich immer schlecht. Einmal drauf, bitte. Der hat irgendwas kaputt gemacht bei mir. Ja, den Typen da killen, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, ich muss nochmal ein Hauptquartier bauen. So, den Hammer. Den haben wir. Wunderbar. Jetzt reparieren wir erstmal. Und jetzt müssen wir schauen, was wir da kaputt gemacht bekommen haben. Irgendwas ist nämlich kaputt gegangen. Nur welches Gebäude? Ich weiß es nicht. Mittlerer Panzer. Ja, bauen wir es halt hier, das ist ja wurscht. Ja, es könnte die Support Company gewesen sein. So, wir reparieren mal den Panzer hier. Und du fährst mal einfach das Gebiet vorne ein bisschen ab. Wir werden ja nicht nur im Panzer fahren, sondern genau, wir wollen ja auch solche Typen killen. Da passiert gar nichts. Ja, die machen das schon. Point.
So, stopp. Fuck, infantry has our range! Territory sector out of contact. Firing on enemy infantry! Ein bisschen außen rum fahren. Fahren wir halt nochmal außen rum. Das macht ihr genau richtig. Hier ist ein Panzer 3 Wrack. Noch einmal schießen. So, das war's. Den Hammer. Schön gemacht. Und dann gehen wir jetzt mal zurück. Ach, und die schießen die Basis so zusammen. Ah ja, okay. Ja, ist gut zu wissen. Bauen wir halt gleich wieder auf. Der Panzer fährt ein bisschen vor. Ich dachte ja, vorher haben die anderen das Gebäude zusammengeschossen, dabei waren das die Typen da. Alles harmlos. Passt schon. Sobald die fit sind, gehen wir an die Frontlinie und killen mal diesen scheiß Mörsertrupp da, weil der hat rumgenervt. So, ihr fahrt mal an die Front, ihr repariert mal und ihr schießt mal hierher. Gut, haben wir schon mal erledigt, ein Problem weniger. Just like the Nürburgring, hey? Wir gehen mal hier auf den Nürburgring, wir holen uns mal das Ding da. Und dann schauen wir mal, dass wir die restlichen Positionen noch ausschalten. Hier ist anscheinend Artillerie, ist gut zu wissen. Ist das für unseren Artilleriemann? Darf ein paar Schritte vorfahren. Du darfst den hässlichen Panzer da reparieren. So, wir fahren mal rein in diese Verteidigungsstellung hier. Ist ja wirklich ein Grabensystem. Eigentlich müssten auch Minen eine große Rolle spielen bei der Afrika-Kampagne. Was sie nicht so tun bisher. Protecting our assets. Aber es heißt ja oft, dass diese Kampagne eher einen Übungscharakter hat. Und das kann ich bestätigen, also die anderen Company of Heroes Kampagnen waren teilweise für mich schwieriger, muss ich wirklich ehrlicherweise auch sagen. Eieieiei, das sind sehr viele. Die müssen nur wegkommen. Weg, 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 weg. Die da aufs Korn nehmen, ist ja ganz klar. Immer die Jungs da, die MGs. So, wir haben die zum Ausräuchern. Wir schießen mal hierher. Ja, ich würde sagen, die Artillerie-Strikes werden weniger. Wir hatten auch noch hier Artillerie. Und
die Jungs hier weg sind. So, jawohl, da dürft es auch schön rauchen gleich. Damit müsste erstmal auch gut sein hier. Die sind weg. Oh, oh, oh. Jo, ich habe auch schon die Mercer-Trupps gesehen. Die stehen irgendwo hier, genau. Den kriegt man. Alles richtig gemacht, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Wir haben genug Terror gemacht. Du hast deinen nächsten Einsatz. Wo sind denn noch Punkte? Hier. Ja, wir schießen einfach mal da rein. Dann machen wir nichts falsch. Panzer bringen wir mal zurück. Du fährst hier sowieso schon nach Hause. Ihr repariert. Wo sind die anderen Jungs? Ja, das macht der Panzer. Das muss man gar nicht großartig überlegen. Das macht er. So, jawohl. Damit dürfen wir gleich nach El Alamein reinfahren können. Kommandant, wir hören Sie. Der kann auch nicht schießen. Aber ihr Hauptquartier muss überleben, 2 von 3 zerstört, also es gibt noch irgendwo eine Artillerie, da. Die kriegen wir auch noch weg. Jawohl! Jawohl! Hauptquartier hat auch wunderbar überlebt. So, dann bauen wir mal. Ich neige dazu, ja eher Panzer zu bauen, aber Beobachtungskraftwagen, wir haben auch nicht so die geilsten Einheiten in Afrika. Ich meine, Tiger und sowas waren ja auch in Afrika. 42 zwar noch nicht. Bauen wir mal einen Jagdpanzer. Naja, so viele Artillery Strikes gibt es dann immer. Wir nehmen mal unser Kanonenauto, das da. Schießen mal hier drauf. Du fährst mal ein paar Stücke. So. Ja, wir haben unseren Job hier gemacht. Welches Fahrzeug ist denn in Gefahr? Ist da oder was? Ist hier eigentlich gar kein Fahrzeug in Gefahr aktuell. Wir reduzieren ja gerade eben die halbe Karte. Ja, sowas kann man immer wieder brauchen. Jungs, ihr läuft auch noch ein paar Schritte.
your panzers ready. Relocating. I want a weapon inspection as we move. Radio silence. Panzer 3 is engaged. Wo ist mein anderer? Mal schauen. Irgendwo war doch Artillerie gestanden hier. Ja, wir bringen dich mal ein bisschen nach vorne. Wir müssen noch eine Kiste bauen. Ja, da müssen darüber. Ist wichtig. Ja, hier werden wir zusammengeschossen, wenn es so weitergeht. Das ist schlecht. Die müssen wir killen. Da läuft's. So, die Jungs haben wir. Jawohl. Da fahren wir einmal außen rum, da haben wir auch die Jungs. Gegen vier Linksgeschütze lachen die sich nämlich nicht mehr so schnell kaputt. Nur dranbleiben. Jawohl. Das sollte fast schon reichen. Und wo ist mein Raketenauto? Da. Ich kann gleich wieder ballern. Also so wie ich das sehe, haben wir eigentlich alles ausgeschaltet in dem Sektor. Wir erobern mal. Wir müssen uns um den zweiten Druck auch kümmern. Die soll natürlich das da hier nehmen. So, das soll reichen. Also die sind auch weg. Die erobern. Ja, und damit haben wir erstmal eine ganz gute Basis für die Schlacht von El Alamein, weil das kann es ja noch nicht gewesen sein. Nee, die ist no more, das stimmt. Da ist noch einer. Da müssen wir mit dem Auto nochmal hinfahren. Ja, wir bauen noch eine Kiste, dann passt alles. Erobern Sie den Bergrücken und zerstören Sie die Artillerie, würde ich sagen, war erfolgreich. I have made contact with our lost vanguard. They are cut off from our position. But we can use that to our advantage. Our separate vanguard in the north will destroy the fuel reserves in that area. We may run out of supplies, but so will the enemy. After destroying the reserves, they will reunite with our forces in the south. We will need every man in our forces to defend their Shane. I anticipate fierce British attempts to retake the ridge. Signals have informed me of deadly new additions to the British armored forces. Their heavy armor is a force to be reckoned with, but no matter what happens, we must hold the line. The sandstorm has also cut our radio communications with Berlin. Re-establishing that is a low priority. No one can stop us now. We will end this on our terms. Jo, mal sehen, ob wir das wirklich end this on our terms machen können. Also hier sollen angeblich immer die Leute reinfahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich kann anscheinend in den unteren Teil gerade nicht rein. Gut, machen wir es halt mit euch. Ja, daran soll es nicht scheitern. Panzer ist moving. Get this
Panzer rolling. We're not expecting trouble, right? Mittlerer Panzer. We're moving to capture. Enemy Panzer taking hit. They're pissed. Panzer 3 is eager to move. Many boarded. Wir kämpfen uns da durch, das soll, daran soll es nicht scheitern. Der ist schon mal kaputt. So, hier runter, immer schön runter, jawohl. Hier nehmen wir das Ding da ein. So, die haben wir alle, die haben wir erledigt, die Jungs. Ja, oh, da unten kommt, da unten kommt ein Panzer, das ist natürlich schlecht. Aber gut, solange solche Kinderpanzer sind. No communication from our Panzer 3. Proceed. We'll get there. Einmal Granate. Zack. Wir erobern mal schnell das Zeug. Ihr baut eine Kiste. Protecting our assets. Wir rutschen ein Stück vor. Hm. Zieh nochmal besser zurück. Mach mal den da. Panzer 3 will get there. Gut. Dann nehmt mal den Panzer da. Das sind Panzerjäger, aha. So einfach ist es manchmal. Secure that location. Capture and hold. So, wir müssen ja dann irgendwann die Treibstoffreserve hochjagen. Recon vehicle. Christian, confirm heading. Box is fine. I'll get us there. Location secured. We have a job to do, man. You to move. Now. So, wo sind meine Freunde? Grab your gear. We're heading out. Wir machen erstmal die Kiste hier schön. Protecting our assets. Relocating. I want your weapon inspection. Ich habe schon ein paar Panzer angezeigt gesehen. Anyone see the target? Anyone? Jo, der Schuss war schon mal nicht verkehrt. Hinten sind Panzer angezeigt. Panzerjäger advancing. Panzerjäger advancing. Ja, ihr macht es schon richtig. Dafür habe ich euch ja dabei. Jetzt kommst noch du reingefahren und passt es. So, die Kiste hier jagt mal hoch. Ihr dürft die nächste Kiste bauen. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Ach, wir haben noch den Krankenwagen. Den sollten wir natürlich mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Wir hatten ja doch ein paar Verluste. Kein total schlimm, aber doch genug. Wo ist denn jetzt der Wagen? Da will hier da keiner hin.
Müsst ihr heimjoggen, nur damit ich euch heilen kann. Das gleiche auch bei euch. Aha, ihr nehmt wenigstens die Abkürzung, gut. Gut zu wissen, dass es da auch durchgeht. Jo, gut gemacht. Jetzt das Ding hier reparieren. Ja, das ist schlecht. Da sollen sie vielleicht erstmal... erstmal den Jungs hier einheizen, du gehst mal ein Stück zurück. Ja, die erwischst du. Der wird repariert. Ruhig nochmal einen mitgeben. Gut. Irgendwelche Panzerchen, die da durchfahren, gefällt mir nämlich nicht so gut. Na klar, verbessern wir eure Waffen. So. Jo, auf alle Fälle muss der Panzer hier heil sein. Das ist wichtig. Ja gut, das ist ja Kindergarten. Kindergeburtstag. Keine Chance. Dafür ist der Panzer zu gut. Oh, da sollten wir nicht zu nah dran stehen. Der Panzer regelt es. Ihr kommt mal alle mit, ihr stellt euch da hinten hin. Dann schauen wir uns das mal an. Oh, 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 wegfahren. Euch brauche ich. Nee, euch brauche ich nicht. Euch brauche ich. Put a grenade in that position. Los, mach schon. So macht man das, meine Freunde. Everything in order. Wen haben wir dann noch? Heute haben wir noch. Das sollte es aber gewesen sein für den Panzer, oder? Jawohl. Gut. Nimmer so viel. Da drüben jagen wir den Turm hoch, dann müsste es das schon gewesen sein. So. Wir haben ja noch einen Freischuss. Den nutzen wir auch. Und zwar hier. Ja, gut, lauft halt ein paar Schritte. Müssen sie noch sehen. Das soll das gewesen sein. Ready on your work. Get moving. Quick march.
Gut, passt. Das Ding hier hochjagen. Du wirst wohl schaffen, das Ding da hochzujagen. Ja, zurück, zurück, zurück. Das macht der Panzer. What do you need? If we can use it, we take it. You have problems, boys. We have movement orders. Protecting our assets. Eigentlich müssen wir so ziemlich durch sein mit allen. Wir haben da unten noch einen Stern und noch das Ding da. Wir haben gleich alles besiegt. Die Vorhut hat alles klar gemacht. Und keine Einheit verloren. Auch wenn es bei manchen knapp ist, muss man schon ehrlich sagen. Ihr müsst raus. So, darüber. Stehen ja auch in die Richtung nach unten. Ja, du darfst nicht reinrennen, ne? Du bist ja sofort tot, wenn du es machst. Ja, wir können hier noch eine Kiste bauen. Das machen wir. So, heilt ein bisschen, wenn ihr geheilt habt. So, schön, ihr habt euch wieder gesund gepflegt. So. Let us prove to the British who has the armor superiority on the field of battle. Signals indicates the British are mobilizing a push from their trench line. Destroying the fuel reserves has bought us some time. We will use their moment of hesitation to prepare an equally deadly defense. Throttle up, driver! Move! Forward! Keep pace! Wenger, you have demonstrated true valor against unsurmountable odds. But your strength is still needed at the ridge. Return to our headquarters and let us rejoin forces. Ja, das mache ich ja gerade. Ich versuche ja gerade alle ankommen zu lassen. Ich weiß ja nicht, wo sie überall sind. Our prodigal vanguard returns. If even a sandstorm couldn't break us apart, what hope could the enemy have? Ich versuche ja gerade alle Einheiten zu retten. Mehr kann ich nicht machen. Ich rette gerade alle Einheiten. So, zurück. Ihr baut da dann auch eure Kiste. Ihr müsst heim. Ihr fahrt heim. So, wo sind die Jungs? Protecting our assets. Light vehicle ready. Wo ist mein Raketenauto? Da ist das Raketenauto. Das
Raketenauto stellt sich in die Basis. Zurückrennen. 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 Weil irgendwo ist mein Panzer. Ja, da sind sie. Wir fahren mal hierher. Wir ordern mal hier einen Panzer. Wo ist der? Marching orders, then sitting orders. Engines running, driver. Ahead full. Wo sind denn meine Grenadiere? We have answers. Pulled up and moving. Zurückrennen. The sandstorm is cutting off the Signals battalion's messages. Kriegsmarine is looking like but I know the British are close. Ja, natürlich sind die Briten klar. Bei uns in der Nähe. Da habe ich gar keine Zweifel. I see them. Panzerjäger. Afrika Korps. Ready your weapons. Wo ist denn der scheiß Panzer? Okay. Wir gehen mal hierher. Ready for orders. Get moving. Quick march. The Fox is finest. Locked and loaded. Hierher. Die Jungs vielleicht hierher. Panzerjäger relocating. Ja, solange nur so kleine Männchen kommen, ist alles gut. Kleine Männchen essen die alle auf. Hier eine rein und schön zurück. Wo? Wo ist ein Aerial Bombarding? Hier passiert hier genau gar nichts. Ah, hier. Ja, die sind schön in der Zwickmühle. Ja, das machen die. Das machen die schon. Ein Stück zurück. Und ihr fahrt mal da rein und haltet mal das Ding da. Oh, 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 oh. Die wollen wir natürlich nicht haben, die Typen hier. Ihr müsst nur reparieren. Ja, hier links geschützt macht es schon. Ja, ja, das machen wir schon. Hauptsache ihr. Wenn man schön wieder die Seite dreht. So, hier sind sehr viele. Die da drüben sind eigentlich ziemlich weg. Kein Wunder, dass die Briten El Alamein gewonnen haben, nachdem die Deutschen ja unbedingt drei Positionen halten wollten. Aber kriegen wir in den Griff. Bin guter Dinge. They have
retreated to their line, but I know the British. They'll be back soon enough. Keep him at full gate line! Throw the Panzerknacker! Throw the Panzerknacker, that's it. Wo ist denn bitte mein Panzer? Das ist nicht der. Den da leihen wir uns mal aus. Der kann auch hier rüberfahren und mal einen Panzer killen. Einmal. Jawohl, gut. Zur Ruhe. Ich möchte die gerne verstärken. Orders incoming. Move it quickly now. Waiting on Panzer 3 will get there. Wo sind denn meine Jungs da? Die steht natürlich in der Basis, was natürlich perfekt ist. Reparieren. Wo seid ihr? Ihr habt die ganze Zeit formidabel repariert, das war sehr gut. Euch gibt's noch. Signet's got a message through. The British are moving in to flank us from the east. Prepare for a second attack. From the east. Beschützen Sie die Ostflanke. Ach da. Die Aufklärung über den Deutschen funktioniert ja. Bisschen vorfahren. Oh, das ist natürlich schlecht. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wo sind die Panzer? Da ist ein Jagdpanzer und du bist da. Den müssen wir ab. Den müssen wir erledigen. So, den Hammer. Der muss nach hinten. Sehr gut. Hier ist noch einer. Den Hammer. Jawohl. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg, Jungs. Wir müssen hier weg. Reparieren. Immer die Panzer knacken, den Rest machen die Jungs hier. Hinter. Wieder mal aufs Korn nehmen. Ja, zwei Panzer, das reicht. Passiert, aber wir knacken sie. They are losing momentum. Keep protecting our flank. Wo ist denn der vierte? Der
fahren euch mal nach da drüben. Hier haben wir doch noch einen Panzer. Fahren euch auch mal darüber. Ja, das ist ziemlich sicher. Wir rennen mal nach Hause. Die gibt es auch noch. Das müssen wir auch mal hinbringen. Ich würde sagen, der letzte Druck ist tot. They surely have more tanks than what we've seen. An armored assault is no doubt incoming. Prepare accordingly. Cache completed, Commandant. This is it, boys. Get on your work. Let's go find some trouble. Looks like you had a lucky escape. Starting repairs. Panzer Pioneers fully bolstered. What do you need? Get moving. Quick march. Für den finalen Angriff. So, dann müssen wir hier einen herschicken. Wir müssen... Die drei lasse ich mal da, weil hier ist gar keiner mehr. So, jetzt muss ich gucken. Ja, wir stellen auf alle Fälle uns mal hier her. Panzerjäger, gehen mal darüber. Ich denke mal, wir sollten einigermaßen aufgestellt sein für das, was uns erwartet. Signals has sent us one last message before going dark. Make it quick. Reports of an onslaught of tanks approaching from the north. Do not falter, Afrika Korps. This is where we make our final stand. Let's go. Working on it. Ready on your word. Orders. Oh, da sollte man vielleicht mit reinlaufen. Den fahren wir auch mal ein Stück zurück. Den einen haben wir aber. Der hat nichts zu lachen. Der auch nicht. Den haben wir auch. Halt, den da hinten lassen. Ja, aber ich sag mal, sowas soll da passieren. Das ist ja Kindergeburtstagfeier. Kindergeburtstagsfeier. So, jetzt hat jeder von den drei Fronten seinen Hauptangriff erlebt. Euch verschiebe ich mal nach drüben. Nur für den Fall der Fälle. British must have been delayed by our reset rate on their fuel depot. That preemptive strike may have just saved our lives. Ja, ihr müsst ja auch wieder von El Alamein abhauen. Geht in Ordnung. Darf auch mal was einnehmen. Das Ding kriegt eine drauf.
Ihr kriegt da eine Granate reingeworfen. So, würde ich sagen, läuft. Jo, kommt da noch jemand oder war's das jetzt? Weil wir haben jetzt auf alle drei Fronten Angriff gehabt. Hier, hier und da. Aber immer abwechselnd. Abwechselnd ist natürlich nicht so geil für ihn. Wir schießen einfach mal daher. Ist nie falsch. So, schon wieder weg. Wieder ein Panzer weniger. Da drüben will noch unbedingt einer an der Front rumfahren. Und mal ganz ernsthaft, das sind doch total dilettantische Angriffe, als würde der Italiener kämpfen. Mussolinis Army. Komm, nimm den einfach auseinander. Der ist schon tot. Hier kämpfen sie tatsächlich ernsthaft. Wir müssen mit denen zurück. Geben mal die denen den Rest. So, ich muss auf alle Fälle mal darüber Panzer reparieren. Wir nehmen auch einen Panzer mit, fahren darüber. Den Panzer killen. Hierher schießen. So, den da nochmal auseinandernehmen. Das war's aber auch, meine Freunde. So. Es ist vorbei. The battle is over. And we stand still. Halten Sie den Bergrücken von der El Shane. Afrika Korps. We have endured everything they've thrown at us. But we are stretched thin. Now we must hold our position. Hold until Germany wipes out the Allies in Europe. I do not know for how long we can maintain this stalemate. I do not know what decisions tomorrow will force upon us. But today we live. Ja, so kann man es auch sagen. The Battle of El Alamein was a stalemate, but we halted our Rommel's advance. 2 weeks later, a new commander arrived, General Bernard Montgomery. He brought fresh troops, and more importantly, a fresh atmosphere. One of optimism and a sense of inevitable victory. The British began supplying Rommel with false information, and under Montgomery's command, they pushed forward, driving the Afrika Korps back across the desert. And I went with them. سليمة ابا ما رحت لين مام اسر داسن الين
إيه غلطي نوبة تانا تبرين إيه كانت نوت فين جوينا وكان نكي نكي رمحت سفهم ناس نهتي نكي أدي كان ولا أني إنها تنا يا أرسر كشتا أرم أدوسا زنكي ورقي غلطن بدنك بخير وعدك With the loss of his direct line to Allied intelligence and the arrival of the U.S. Army, Rommel was forced to retreat to Tunisia. In March 1943, after a failed attack on the 8th Army, he returned to Europe. 2 months later, the German army in North Africa surrendered. We didn't know it at the time, but Rommel's defeat was the beginning of the end of the war. It would take 2 more years and cost millions of lives. But Hitler would be defeated, just as Rommel had been. It was the end of my war too. I returned home to Benghazi with my daughter. My country and my people faced an uncertain future, and darkness would fill the decades after the war. But for now, we would rebuild and remember. Ja, das war Company of Heroes 3 und zwar die Nordafrika-Kampagne. Mir hat es gut gefallen, dass man die Deutschen spielt. Ich finde es auch nicht schlecht, dass es anhand einer nordafrikanischen Familie erzählt wird. Allerdings, wenn man nordafrikanischen Dialekt einbaut, dann hätte man sich vielleicht auch deutsche Sprecher für Rommel und Co. leisten können. Das finde ich weiterhin wirklich ein großes Minus bei der ganzen Geschichte. Aber ansonsten, mir hat es gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns bei allen anderen weiteren Videos hier im Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ja, bleibt einfach dran. Echtzeitstrategie gibt's hier immer wieder. Macht's gut. Ciao.